Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Blogbeitrag. Mein Name ist Robert Schröter und ich bin Experte für Immobilien und Vermietung. In diesem heutigen Video geht es um die Eigenbedarfskündigung und welche Details Sie als Vermieter wissen sollten, wenn Sie so eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Grundsätzlich ist dort erstmal Schadenersatz zu vermeiden, denn es bedarf wirklich eines vernünftigen Grundes, um diese Eigenbedarfskündigung auszusprechen. Und zwar müssen Sie oder einer der Familie nahestehenden Personen diese Wohnung danach auch unmittelbar beziehen. Es geht nicht, dass eine Vorratskündigung ausgesprochen wird und der Mieter aus der Wohnung vertrieben wird, sagen wir mal, sondern es muss wirklich unmittelbar die Wohnung genutzt werden, nachdem der Mieter ausgezogen ist. Und da sind viele Mieter auch ganz doll hinterher, das zu prüfen, ob das wirklich so passiert ist. Wenn dann nicht unmittelbar bezogen wird oder die Wohnung sogar länger leer steht und es nur zu Sanierungszwecken wegen Eigenbedarf gekündigt wurde, dann ist der Vermieter wirklich schadenersatzpflichtig. Und das kann wirklich ganz schön teuer werden. Also wenn Sie eine Eigenbedarfskündigung aussprechen, bedenken Sie bitte diesen Sachverhalt. Und für weitere Tipps klicken Sie einfach unter diesem Video auf den Link. Da habe ich noch einen spannenden Artikel zu dem Thema. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.